In diesem Video zeige ich dir, wie sich Profigolfer im Moment des Treffmoments fühlen und zeige dir eine ganz tolle Übung, die du machen kannst, um das zu lernen. Weiters erkläre ich dir auch, warum Matthew Wolff diese kleine komische Bewegung am Start seines Schwunges macht. Also bleib dran, wir starten jetzt. Ich wollte dich darauf aufmerksam machen, dass ich in den Monaten November und Dezember wieder ein Online-Coaching anbiete. Unten in der Beschreibung findest du einen Link mit mehr Informationen. Ab und zu kann es passieren, dass ich meine Schüler im Golfunterricht bitte, eine sogenannte Impact Position zu simulieren, also eine Treffmomentposition zu simulieren. Ich bekomme dann sehr häufig einen fragenden Blick zurück und ich glaube, das liegt daran, weil viele Hobbygolfer einfach nicht verstehen, dass man im Treffmoment sich mit dem Körper und mit dem Schläger in einer komplett anderen Position befindet als bei der Ansprechposition. Diese Position des Körpers im Impact ist aber eine sehr, sehr wichtige, weil das sind die Sachen, die dann bestimmen, ob man eben den Schaft weit genug nach links geneigt hat, die den Schwungbahn bestimmen, die helfen, den Ball knackig zu treffen, die Geschwindigkeit erzeugen, die helfen, die Arme schön hier zu strecken und vieles, vieles mehr. Also sprich, sie helfen dem Golfer konstant Golf zu spielen. Und die meisten Golfer haben das Bild im Kopf, dass wenn sie jetzt hier im Setup stehen, dass sie wieder genauso wieder zurückkommen sollen. Also man stellt sich hin, macht einen Schwung und ist wieder genau in derselben Position. Und dieses Bild zerstört das Potenzial, der beste Golfer zu werden, der man sein kann. Lass uns jetzt über die wichtigen Unterschiede sprechen von der sogenannten Setup Position zum Treffmoment. Ich würde sagen, das Wichtigste, was man verstehen muss, ist, dass das Becken einmal im Vergleich zu einem Setup ca. 10 bis 13 cm nach links geschoben wird. Das heißt, wenn du jetzt hier dir vorstellst, deine Gürtelschnalle hier im Setup, dann ist es so, dass es im Treffmoment die Gürtelschnalle ca. 10 bis 13 cm weiter links sein wird. Das heißt, du kannst einmal hier rüberschieben, dass du mal das Gefühl bekommst, wo ist dein Becken. Und vielleicht fällt dir auf, mein Kopf bleibt dabei hinter meinem Becken. Ja, also es geht nicht so mit nach vorne, sondern es bleibt dahinter. Ich würde sagen, diese Neigung hier mit der Wirbelsäule nach rechts, diese Kippung mit dem Becken rechts tief, links hoch, ja, diese hier, ist sehr, sehr wesentlich, um einen Ball effizient und gut zu treffen. Das ist das Erste, was ein Riesenunterschied ist zur sogenannten Setup-Position. Das Nächste, was passiert in einer Impact-Position von einem guten Spieler, ist, dass sie das Becken öffnen zum Ziel, also ca. 30 Grad, 40, 50 Grad, je nachdem, zum Ziel geöffnet haben. Dabei wird auch der Oberkörper geöffnet werden. Das heißt, im Setup neutral, Becken 10 bis 13 cm links und Körper geöffnet. Der Griff, der wird dadurch, eben durch diese Bewegungen, etwas nach links bewegt. Das ist übrigens nicht viel, das sind vielleicht so, ja, vielleicht 5 cm, es ist nicht wirklich viel. Das nimmt den Loft ein wenig weg vom Schläger und das ist der Grund, warum man dann gute, kompakte, kräftige Schläger machen kann. Es ist jedoch nicht so, dass man sich im Setup so hinstellt, und damit man eben versucht, da hinzukommen, das bringt gar nichts, weil diese Hände vor dem Ball entstehen durch dynamische Positionen vom Körper. Und zwar, wenn ich mich jetzt mit dem Körper drehe, sprich mein Becken drehe und mein Oberkörper drehe, ja, so wie jetzt hier, dann siehst du, dass dass das Griffende ein wenig nach links geht. Und dadurch, weil ich eben diese Bewegung mache, das ist der Grund, warum man dorthin kommt. Und weil die meisten Golfer eben diese Positionen nicht bekommen, tun sie sich auch schwer, später auch den Schaft nach vorne geneigt zu bekommen, den linken Handrücken flacher zu bekommen. Und das sind dann eben dann diese gelöffelten Schläge, wo man dann hier so steht. Und ja, und du kennst du vielleicht die Resultate daraus. Also nicht sehr optimal. Das nächste wesentliche Element, was jetzt im Treffmoment noch passiert, ist, dass das Becken von einer anterioren Position, das heißt, wenn ich jetzt hier stehe, siehst du, dass ich hier so eine Art Hohlkreuz habe. Und das ist eine posteriore Kippung, das heißt, in diese Richtung ist Schambein zum Bauchnabel, das ist anterior und posterior.
sagt man dazu im Englischen. Und wenn man im Treffmoment ist, befindet sich das Becken in einer posterioren Position. Das heißt, das Schambein wird zum Bauchnabel gekippt, kann man sagen. Das heißt, die Bauchmuskeln spannen hier an. Und das passiert in der Phase von hier bis hier, dass eben das Becken kippt, dass das Schambein zum Bauchnabel geht, also von anterior nach posterior geht. Viele Golfer haben da den Eindruck oder glauben, sie müssen da irgendwie mit dem Gesäß hinten an einer Wand bleiben, die ganze Zeit. Und das Problem ist an dieser Sache ist, oder an dieser Idee ist, dass man beginnt, in einem Hohlkreuz zum Ball zu kommen. Das Schlimmste, was du tun kannst in einem Golfschwung, ist mit einem Hohlkreuz auf den Ball schlagen. Also eine absolute Katastrophe. Und alle Profigolfer, und ich glaube, ich habe wirklich viele, viele, viele 3D-Daten schon gesehen in meinem Leben, alle guten Profigolfer kippen ihr Becken in diese Richtung. Das heißt, sie schieben ihr Becken sozusagen unter den Oberkörper. Der Körper streckt. Und das Ganze beginnt jetzt bereits von hier nach hier. Das heißt, hier beginnt der Oberkörper bereits zurückzustrecken. Das heißt, der Oberkörper beginnt von einer Vorwärtsbeugung in eine Rückwärtsbeugung zu gehen. Und dabei wird das Becken hier drunter geschoben. Hier. So schaut das dann aus. Und wenn du das machst hier, dann fühlt sich das am Anfang sehr, sehr komisch an, wenn du das nicht kennst, aber ich mache das wieder. Du stellst dich ein Setup, gehst mit dem Becken ca. 10 bis 13 cm nach links, drehst das Becken 30 Grad ungefähr und jetzt kippst du auch noch das Becken in diese posteriore Position. Jetzt, das ist das, wie sich ein Treffmoment von einem Profigolfer anfühlt. Jetzt gibt es aber leider noch ein paar Sachen, mit die ich mit dir durchgehen muss, weil es ist noch nicht ganz vollständig. Du siehst, es ist sehr, sehr komplex, es sind einige Sachen, aber ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man das einmal verstanden hat, damit man das auch dann irgendwie mal fühlen kann, wie sich das anfühlt und dass man auch schaut, welche Elemente in einem Schwung fehlen oder in seinem Schwung fehlen. Und eines dieser Elemente, die dann sehr, sehr häufig eben noch fehlen, ist, dass viele Golfer nicht verstehen, dass sie eine laterale Seitbeugung brauchen mit dem Oberkörper. Was heißt das? Wenn du jetzt hier so stehst wie mit den Armen hier draußen und du hast ein Flugzeug, das fliegt das Flugzeug nach links, jetzt fliegt das Flugzeug nach rechts. Jetzt merkst du, hier ist in meiner Wirbelsäule so eine Krümmung, das nennt man eine laterale Seitbeugung. Also die Brustwirbelsäule wird nach rechts gekippt. Und das ist das, was im Treffmoment bei den guten Golfern auch passiert, dass sie hier eine Krümmung haben in diese Richtung, also eine Seitbeugung. Du willst nicht hier sein. Das Problem ist, wenn du diese nicht hast, dann kommst du nicht zum Boden runter. Dann muss sich der Arm frühzeitig strecken, dann bekommst du wieder diese Löffelbewegungen. Und alle guten Golfer haben Seitbeugung, haben laterale Seitbeugung im Treffmoment. Das heißt, wenn du jetzt das nochmal durchgehst, dann geht das Becken eben etwas nach links, der Körper dreht und jetzt kannst du noch etwas Seitbeugung machen. Und wenn du jetzt hier schaust, was passiert ist, du siehst, dass jetzt mein Griffende etwas raufgegangen ist. Es ist von hier nach hier gegangen und das passiert eben durch diese dynamischen Bewegungen, auch durch die Seitbeugung. Mein rechter Ellbogen ist noch gebeugt, ca. 20 Grad. Man sieht sehr viel vom linken Ellbogen, also vom vorderen Ellbogen sieht man sehr viel. Im Gegensatz zum Setup, wo man hier ist, ist das der Treffmoment. Das ist also eine sehr, sehr beliebte Position bei den Profigolfern. Wir machen eigentlich wirklich fast alle so. Und sollte etwas sein, was du auch einmal verstehen solltest, wie der Körper eben in dieser Position im Treffmoment steht. Dann schauen wir noch ganz kurz auf die Handgelenke als Übersicht. Die Handgelenke, bei den Handgelenken ist es so, dass das linke Handgelenk ist ja etwas geknickt in diese Richtung. Also das vordere Handgelenk hat so eine Dorsalbeugung, sagt man dazu. Im Treffmoment, wenn man dann hierher geht, siehst du, dass der Handrücken flacher wird als im Setup. Das heißt, wenn ich jetzt hier, keine Ahnung, 20 Grad Dorsalbeugung hier gehabt habe, dann wird es im Treffmoment so gegen Null sein. Das, so kann man sich das ungefähr vorstellen. Und wie gesagt, das passiert hauptsächlich durch diese dynamischen Bewegungen, dass man hier herkommt. Weiters wirst du vielleicht auch bemerkt haben, dass das linke Knie sich bereits beginnt in dieser Phase zu strecken und das linke Schulterblatt geht auch etwas rauf und retour und spannt an. Also du siehst, es sind eine Menge Sachen, die hier passieren. Aber wenn ich jetzt das jetzt auf vielleicht auf drei Sachen runterbrechen würde, dann würde ich sagen, von den wichtigsten Sachen, die ich hier gesagt habe, wäre
Das Becken ist sicher 10 bis 13 cm links. Der Körper ist ja ca. 30 Grad rotiert. Becken ein bisschen mehr wie der Oberkörper, aber er ist rotiert auf alle Fälle. Und das Dritte, was ich sage, was wichtig wäre, wäre, dass das Becken etwas in diese Richtung kippt, also etwas posterior kippt. Wenn man das verstanden hat, dann hat man schon einige Probleme gelöst. Wie kann man das Ganze üben? Ja, da gibt es eine ganz, ganz berühmte Übung, die heißt im Englischen Impact Fix. Also das heißt, dass man beim Impact Fix ist es so, dass man sich quasi hinstellt in die Setup-Position und dann ohne aufzuschwingen, geht man dann in die Treffen-Position. Das heißt, ich gehe von hier, Becken nach links, drehe mich, Seitbeuge, Hände gehen etwas höher, Schambein zum Bauchnabel und ich simuliere mal diese Position. Und wenn ich jetzt hier stehe, kann ich das ein paar Mal machen. Das heißt, ich ändere mich immer von hier nach hier, von hier nach hier. Von der Seite schaut das so aus. Von hier nach hier, von hier nach hier. Und das ist wirklich die allerbeste Übung, finde ich, weil wenn man diesen Impact Fix immer wieder macht, ja, und aus dem Stand quasi, ohne aufzuschwingen, dann bekommt man wirklich mit der Zeit ein Gefühl, was man mit den Füßen machen muss, wie man sich drehen muss, welche Muskeln anziehen, welche locker lassen müssen. Und das mache ich wie gesagt sehr, sehr gerne bei meinen Schülern, dass sie mal ein Gefühl von dieser Position bekommen hier. Natürlich musst du verstehen, dass es nur eine Momentaufnahme vom Treffmoment ist, das, was ich da zeige. Das Ganze beginnt ja ungefähr schon von hier weg bis zum Ball und bis hier rüber. Das heißt, es ist nicht nur eine statische Position, sondern es ist eine Bewegung am Ende des Tages. Aber man muss halt verstehen, wie das funktioniert. Matthew Wolf, ja, der Youngster, der jetzt wirklich mit dem verrückten Schwung spielt auf der Tour, du kennst ihn sicher, ja. Er wurde ja gerade bei der US Open hinter Bryson DeChambeau Zweiter. Matthew hat ja diese Angewohnheit, dass er jedes Mal, bevor er schlägt, dass er hier so ein kleines Gicksal macht hier so, ja, so, und dann schwingt er los. Und da fragen sich sicher viele, warum macht er das? Und der Grund, warum Matthew Wolf das macht, ist deswegen, weil er eben einen sogenannten Impact Fix macht, bevor er wegschwingt. Und ich weiß, er hat mit George Genkers mal gearbeitet und George Genkers wollte auch immer von ihm, dass er mehr rotiert ist, weil durch seine Art, wie er schwingt, ist er jemand, der gerne die Hüften in diese Richtung streckt und wenig Rotation hat. Und George Genkers wollte immer von Matthew, dass er immer sehr stark das Gefühl von einer Rotation hat. Die haben das ja richtig übertrieben, auch so mit so vollkommen übertriebenen, ja, so Übungen. Was übrigens bei Profigolfern ganz, ganz üblich ist, dass sie extrem übertreiben, um nur ganz wenige gerade mehr Rotation zu bekommen. Aber man muss sich wirklich oft sehr, sehr bemühen, dass man etwas verändert durch solche übertriebenen Sachen. Und das hat eben Matthew Wolf gemacht. Er stellt sich ihm hin, hat das mal trainiert, dass er wirklich hier sagt, okay, hier dieses Öffnen hier. Ja. Und dann hat er sich so wohlgefühlt dabei und dann gleich losgeschwungen und versucht, das wieder im Treffmoment zu haben, das gleiche Gefühl. Und das sagt es eben etwas, was ihm so gut gefällt, dass er sich das wirklich in seine Routine, in seinen Schwung eingebaut hat. Ja, und du brauchst nur im Fernsehen aufdrehen beim nächsten Turnier, wenn er mitspielt, und dann wirst du das wieder sehen, dieses Tick, Tick und der komische Aufschwung, den er macht. Aber das hilft ihm, um ein Gefühl zu bekommen. Und das ist auch etwas, was du lernen könntest. Ja? Dass du zum Beispiel sagst, okay, ich mache diesen Impact Fix, stelle mich hierher, mache kurz diese Bewegung hier, dann hole ich aus und versuche dann wieder quasi im Treffmoment wieder so durchzuschwingen. Du hast es gesehen, ich habe jetzt nur so einen kleinen halben Schwung gemacht, oder Viertelschwung. Der Ball ist nur so 20 Meter gegangen, 30 Meter, keine große Sache. Das gibt mir eben nur ein Gefühl von der Phase hier unten. Und ich bin überzeugt, wenn du diese Übung immer wieder machst, wirst du sehr viel Erfolg haben, um bessere, konstantere Bälle zu schlagen. Ja, wenn du jetzt diese Sachen so einigermaßen behirnt hast, die ich dir jetzt gerade gezeigt habe, dann wäre es Zeit, dass du vielleicht mal dieses Video hier anschaust. Da geht es um den Driver, da kannst du die Sachen, die ich dir gerade gezeigt habe, auch super mit umsetzen. Also bis gleich drüben auf der anderen Seite. Tschüss.